Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video vom Kanal. Es geht weiter mit Sims 4 an die Uni. Und die gute Elaine ist hier noch mit Mizuki, denn wir waren ja hier noch am Feiern und so, denn das Semester ist geendet. Hi. Ich habe mich kurz erschrocken, weil das für mich sehr, sehr laut war. Aber ja, wir wollen uns mit ihr ja ein bisschen anfreunden so und vielleicht geht da ja mehr so. So. Ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht so einen Crush auf sie hat, weil ich hab's auch. Und deswegen, ja, reden wir nochmal ein bisschen miteinander. Haben wir morgen schon Unterricht? Nee, gut. Das ist gut, dann können wir morgen nämlich alles fertig machen. Wir haben eine 2+, das ist sehr, sehr gut. Das hilft uns auf jeden Fall weiter in unserem Leben. Wie gut ist denn unsere Logikfähigkeit? Das wäre auch ganz wichtig zu wissen, denke ich. 3. Ja. Ne, ich denke, es ist relativ normal zu dem Zeitpunkt. Aber sie kann auf jeden Fall hier noch ein bisschen mit ihr quatschen. Also ich würde jetzt nicht direkt was mit ihr anfangen, aber halt, wir lernen uns erstmal kennen, freuen uns an und dann vielleicht irgendwann könnten wir es vielleicht so weitergehen mit unserem Leben. Genau. Über Speisearomen reden, oh Gott. Ein Kompliment machen, ja, ja. Dann quatschen wir ein bisschen. We want some friends in this world. Ja, ja. Weil ich meine, wir haben halt Olivier so, aber sonst haben wir eigentlich nicht so wirklich jemanden. Also ich meine, also eigentlich haben wir wirklich keinen. Also wir kennen halt Leute so oberflächlich, aber das war es irgendwie. Also mit Isa haben wir mal mehr geredet. Ich weiß aber nicht genau, wer das ist, to be honest. Deswegen, ja, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Aber, ja. So dramatische Geschichte, über ein neues Buch reden. Wir sollten vielleicht auch spätestens so um 0 nach Hause gehen, weil irgendwann ist halt auch einfach Schluss, ne? Ja. Geht sie jetzt auch? Sieht so aus. Dann würde ich jetzt einfach sagen, wir gehen. Weil, ne, wie gesagt, wir müssen heiern und dann, ne. Nach ein paar Jahren müssen wir noch unsere ganzen Sachen machen und deswegen, ja, wir sparen auch immer noch auf den Tisch, ne, auf den Tisch mit Stuhl. Das sind die wichtigen Dinge im Leben und, ja, also ich meine, klar, es ist wichtig so, aber es ist vor allem für uns wichtig, weil wir unseren PC darauf abstellen und ich möchte nicht unbedingt immer die ganze Zeit nur unterwegs an meinen Abschlussarbeiten schreiben, weil ich glaube, das ist eigentlich auch ein bisschen unangenehm, oder? Wenn jemand dir die ganze Zeit so über die Schulter guckt, während du quasi deine Sachen da schreibst, so, also keine Ahnung, also ich bin zumindest so ein Mensch, wenn ich eine Klausur schreibe, ich weiß, das ist noch ein bisschen was anderes, aber wenn ich eine Klausur schreibe und der Lehrer geht rum und guckt mein Blatt an, ich verfalle immer in so eine Starre einfach, der immer so, bitte guck dir das noch nicht an, es ist schon peinlich genug, dass du es dir anguckst, wenn ich fertig damit bin. Deswegen, ja, das sind diese Probleme in diesem Leben. Etwas Seltsames geschehen in der Nacht. Oh, willst du mich verarschen? Oh. Nee. Ich muss vor allem alles selber reparieren, weil wir haben kein Geld für Reparaturservice oder halt ersetzen und das ist halt ein bisschen schlecht. Wir haben keine Reste mehr, oder? Nee, weil sonst wäre das noch ein bisschen unangenehmer, finde ich. Naja. Da muss sie sich jetzt leider drum kümmern, das ist halt ein bisschen doof, aber wir haben halt leider das Grundstück mit den Kobolden und ich glaube, das kann ich sogar nicht entfernen. Deswegen, ja, wir haben jetzt Semesterbeginn wieder. I know. Aber guck mal, wenn ich jetzt hier reingehe und hier kann ich kann das entfernen. Gut. Abmasse, okay. Ups, also, ne. Also ich meine, wenn man das hier wegmachen kann, dann nimmt man das auf jeden Fall. Sie muss da den Stroh an und macht sie das hier weg. Mizuki Sasaki, mit der habe ich mich angefreundet. Cool, ne? beeil dich ein bisschen, du hast heute noch viel vor. Ja, ich hasse es, dass Sachen immer so schnell kaputt gehen müssen. Beziehungsweise in dem Fall ist sie ja nicht mal selber schuld, aber you know. Es ist trotzdem unschön. Kriege ich Post? Nee, war anscheinend nicht für mich. Das ist gut, weil ich habe kein Geld.
Okay, sie ist nicht fertig geworden damit. Aber sie sollte jetzt auch nicht weiter daran arbeiten. Uff. Uff. Kann sie sich wenigstens eine schnelle Mahlzeit holen? Jo, ein Apfelmus. Kann man sich schon mal gönnen. Wie lange hält das? 3 Stunden. Na gut. Währenddessen kann sie auf jeden Fall ihre Hausaufgaben dann machen. Ihre Hausarbeiten. Da. So, ist ja erstmal egal, welches wir zuerst machen, denke ich. Wir können das ja verkaufen, ne? Wir brauchen das Geld. Bierdings haben wir auch noch, ne? Ist sie auch gleich mal fertig mit dem Putzen hier? Die Geekon, sorry. Ich habe leider echt keine Zeit heute. Mit Vorbeikommen abhängen? Ja, eigentlich gerne so, aber gerade ist ein bisschen schlecht. Also mir geht es nicht so gut. I mean, ich bin gerade gegrillt worden von meinem, ne, hier, Kühlschrank. Was steht da? Ist da irgendwas? Nachricht lesen? Können wir machen? Denke ich. Ich weiß nicht. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was mir das bringt. Wir haben ja schon lange kein Indie-Uni mehr gespielt, ne? Das ist halt immer so eine Sache. Aber ich versuche jetzt wieder regelmäßig etwas zu bringen und auch wieder mehr Sachen. Aber das Ding ist halt, ich habe viele Klausuren und so. Ich bin eine Abschlussklasse, das ist halt immer so eine Sache. Ich würde halt gern das hier bringen, aber auch wenn das hier nur eine Stadt-Stopp-Aufnahme ist, trotzdem möchte ich das ja nochmal rendern, weil ich ja nochmal ein paar Sachen drüber lege. Und das dauert halt auch seine Zeit. Und ich das überhaupt erstmal aufzunehmen, sind ja immer so 20 Minuten. Schau, nur 20 Minuten, das ist halt schon viel Zeit, finde ich. Deswegen, ja, ist das immer so ein bisschen meh. So. Jetzt erstmal, ich verteile, wir freuen uns schon auf deine Einladung. Ah, ja. Ich kann nicht kochen, deswegen, sorry. Ich hoffe, dass sie jetzt da weiterkommt in ihrem Leben. Ja. Das hier kannst du bitte wegwerfen. Also ich meine, unerwartete Bestätigung. Also ist ja schön so, aber ne, ich will ja nichts sagen, aber wir haben ja, glaube ich, noch nie gekocht. Also beziehungsweise seitdem wir jetzt wieder hier wohnen. So, danach verkaufen wir das hier noch. Ich meine, das sind 20 Simoleons, die nimmt man auf jeden Fall. Und dann machen wir die Hausaufgaben dazu noch. Die wir, glaube ich, nicht mehr schaffen, bevor wir arbeiten. Unangenehm. Aber was will ich tun? So, sie kann zumindest anfangen. Damit, es ist ja schon mal ein Anfang hier im Leben. So. Dann renn. So, und das werfen wir weg, wenn das geht. Ich glaube, der ist voll. Dann nicht. Als ob wir vor allem nur einen Mülleimer haben. Wir sind befördert worden. Oh mein Gott. 8 mehr die Stunde. Wow. Wir können uns jetzt einen bestimmten Tisch leisten, oder? Kaum. Ein Tisch ist das Einzige, was wir brauchen heute. Hier so ein. Nehme ich meinetwegen auch in der Farbe. Ist okay. So. Und dann brauche ich mindestens einen Stuhl. Aber es wäre vielleicht besser, mehr zu haben. Die sind gleich viel, deswegen ich finde den, glaube ich, cooler. Und dann will ich so ein Gelb. So, wir nehmen einfach 4. Vielleicht können wir uns eine Theke leisten? Ja, können wir uns einen Ofen leisten? Nee, den gebrauchten, aber den gebrauchen will ich nicht. Deswegen nehme ich eine Theke. Wir nehmen diese günstige hier. Diese. Ne. Und dann können wir theoretisch 2 platzieren. Deswegen nehme ich 2. Ich kann mir jetzt nicht zufälligerweise noch einen Mülleimer leisten, oder? Doch, kann ich. Zumindest so einen kleinen vorübergehend. Hier so einer. Dann können wir das da. So, wir haben einen Simoleon. Ah, perfekt. Ja, auf jeden Fall, da kann ich jetzt meinen Laptop draufstellen. Das ist gut. Sie braucht Spaß. Den kann sie haben, denke ich. Deswegen sagen wir einfach mit Fahrrad herumfahren. So. Gott, ist das laut. Oh mein Gott. So, sie braucht ein bisschen Spaß. Blub, 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 blub. So, geh nach Hause. Dann geh strollern. So, und dann muss sie noch ihre Hausaufgaben zu Ende machen. Den, der ist sehr, sehr wichtig.
So. Und danach kann sie heiern. Oh, jetzt kann sie auch normal. Ah, oh, es ist zu laut. Da muss ich mich nochmal beschweren gehen, dann anscheinend. Also gerade scheint die sie ja nicht allzu sehr zu nerven. Ich denke mir so, warum kann sie nicht einfach. Doch, jetzt kann sie schlafen. Okay. Schön. Der hat eine niedrige Energie und freundliche Umgebung. Ja, weil die Pfütze halt noch da ist. Mein Gott, übertreibt man nicht. Es ist nicht so schlimm, wie es aussieht, ja. So. Es hat sich schön abgeschlossen. Das gefällt mir. Und dann, ja, beginnt schon unser erster Semestertag dann schon wieder, ne? Das ist immer Hardcore in unserem Leben. Deswegen, ja. Aber wird schon funktionieren. Hoffe ich. Ein Simoleon, das ist einfach Leben am Limit. Wann, wie viel Uhr? Es sind 5 Stunden. Okay. Frühstücken? Ich kann mir aber nichts leisten. Nee, sorry, ich habe kein Geld. Also ich habe wirklich kein Geld. Also literally, ich habe einen Simoleon. Wir können halt nicht kochen, ne? Also ich würde so gerne, aber muss ich eine schnelle Mahlzeit und dann Dosensaft. Ein Schinken-Käse-Sandwich. Das klingt doch nach was halbwegs Normalem. Also. Und dann nommst du das mal weg. Njam, 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 njam. Njam, 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 njam. So, und dann kann sie was Verstopfung beheben, bei Vermieter beschweren. Ich glaube, er hat es geschafft. So, dann wirf mal das hier weg. Und dann gehen wir mal raus. Und gehen wieder unsere Poster sammeln. Denn das Geld, das haben wir nötig. Auf jeden Fall. Ja, Geld ist sehr wichtig in meinem Leben. Deswegen, ja, kann man nicht anders, ne? So, da ist noch was. Und. Ich glaube, das war's schon, ne? Ja. Okay. Alles klar. Gut ist das Böse. Alles klar. 120. Schön. Können wir uns vielleicht eine Mikrowelle leisten oder so? Also wenigstens eine Mikrowelle, damit man sich was Warmes mal machen kann. Das halt, also das wäre ja schon ganz nett. Oh nein. Die heutige Post. Po. Es stand nicht, dass da Rechnungen waren. Oh mein Gott, warum sind die zurzeit so in Love miteinander? Das ist nicht okay. Ich will keine Nachbarn haben, die ganze Zeit nur irgendwelche Dinge tun in ihrem Leben. Welches ist denn meins? Das hier, ne? Kreditabbezahlung. Ach ja. Oh oh. Die Miete ist noch nicht fällig. Post bekommen. Was kriegen wir denn? Warum kriegen wir was? Das verwirrt mich. Ich bin verwirrt, auf jeden Fall. Ich bin sehr verwirrt in meinem Leben. Aber das ist noch nichts Neues. Oh mein Gott, ich hasse Nachbarn. So, und? Stipendiumsbescheid. Und? Elaine hat das Bewo von 350 erhalten. Nice. Wir werden unterstützt. Wir werden unterstützt in unserem Leben. Cool. I like it. So, wir könnten doch jetzt schon mal anfangen, an unsere Arbeit dazu schreiben, oder? Weil wir haben ja noch, warte. Muss ich Abschlussprüfung machen? Das ist das, wo man hingehen muss, ne? Während des letzten Kurses. Wir müssen. Oh mein Gott, das heißt, es ist ja relativ gechillt. Weil wir privat ja nur lernen müssen, so. Also, ich meine, sie kann ja lernen. Lernen. Für moderne Datenhelden. Lernen. Lernen ist ganz gut, glaube ich, erstmal. Weil ich meine, wir haben jetzt gerade erstmal nichts so direkt zu tun. Also, oh, sie muss zum Kurs. Also, das muss sie halt tun, aber sonst ist ja alles okay. Jo. Sie besucht eine Vorlesung. Wie sieht's aus? Die danach ist quasi direkt danach. Lol. Das ist ganz schön knapp. Meins nicht. Aber naja, okay.
Ja, dann geht's zum nächsten Kurs. Akzeptabel, das ist gut. Dann macht er mal weiter. So. Dann muss sie schon fast wieder arbeiten. Oh, so ein Leben, ey. Aber naja, danach hat sie einen Tag frei, deswegen ist das okay. Ja, das sieht auch ganz okay aus, supi. Ja. Wie sieht's aus? Sie ist ganz zufrieden mit ihrem Leben. Deswegen, ja, keine Ahnung. Sie muss halt jetzt gleich in 2 Stunden. Naja, eine eher, ne? Was hat sie vor? Trainingstipps durchsuchen. Hat sie Probleme in ihrem Leben? Wollte ich nur mal so fragen. Ich gucke jetzt, ob ich mir eine Mikrowelle leisten kann. Kann ich mir eine Mikrowelle leisten? Ja, kann ich. Ist vielleicht erstmal ganz okay. Damit sie wenigstens irgendwas hat. Und ja. Aber es sieht doch schon wohnlicher aus. Also es sieht halt relativ typisch aus, wie ich es mir vorstelle, als Student zu wohnen so. Aber es sieht immer wohnlicher aus so. Und ja, ne, das ist absolut fein, würde ich jetzt behaupten. Deswegen, dann kann sie ja noch mal ein bisschen bei Hausarbeiten schummeln. Aber ach so, dann lernen einfach noch mal für das andere da ein bisschen, weil warum nicht? Also bis sie halt arbeiten muss. Nü, 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 nü. Und dann macht sie später ihre Hausaufgaben. Hausarbeiten, whatever. So, sei fertig damit und dann geh jetzt arbeiten. Because we need the money. Ach ja, wir sind auf das Geld sehr, sehr angewiesen, so, deswegen, ja. Also ich meine, mit 48, also die Stunde ist schon voll okay. Sie arbeitet 4 Stunden am Tag. Fünfmal die Woche so und das ist halt. Also ich meine, das sind fast 200 Simoleons und so und die bringen uns auf jeden Fall weiter in unserem Leben. So, und ich möchte jetzt eine schnelle Mahlzeit essen und ich möchte. Oh, Pizzabrötchen, geil. Ja, da habe ich jetzt Bock drauf. Oh mein Gott. Können die bitte leise sein? Wir klopfen höflich gleich an, aber. Oh mein Gott, sie so. I don't care. Ich will nicht wissen, was sie drüben machen. Ich möchte einfach nur essen und existieren. Und die so, no. So. Sieht doch eigentlich ganz okay aus, oder? Ja, du kannst gleich dahin. Erst essen. Nom 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 nom. Nom 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 nom. So. Und dann gehst du rüber. Und bist höflich und klopfst an und sagst so, Mann, wenn du fertig bist mit Essen, habe ich gesagt. So, und jetzt höflich anklopfen. So, und das kommt im Müll. So, und dann, ja. Klären wir das. So, und dann über lauten Krach beschweren. Ich meine, es ist ja halt einfach nicht okay. So. Ich meine, es ist mitten in der Nacht so. Es tut mir leid, du hast recht. Danke. So, dann gehen wir duschen noch. Innen kalt. Von außen ist es warm, doch innen kalt. Wie unbefriedigend. Naja. Was soll sie tun? Sie muss halt leider jetzt so das machen. Und dann, damit ihr Schlafrhythmus nicht komplett am Popo ist, muss sie jetzt nochmal Haya machen. Ah. Auch wenn sie noch nicht so müde ist, aber es ist schon besser. Ich habe die ganze Zeit die Ohrwurm vom Ententanz, die ganze Zeit in meinem Leben und es ist das Einzige, was mich widerspiegelt, Alter. Also ich meine, ich bin komisch, okay. Aber ja. Sie muss jetzt nochmal strollern. Schön. So, und sie hat heute wieder frei quasi, aber sie muss halt ihre Hausarbeiten noch erledigen, ne? Aber ja, wie gesagt, es sieht schon besser aus in ihrer Wohnung. Das ist gut. Wir kommen langsam zurecht mit unserem Leben, würde ich jetzt behaupten, ne?
Deswegen, ja, es geht voran. Das kann man auf jeden Fall sagen. Es ist schön, auch wieder alleine wohnen zu können. So. Ich meine, das ist jetzt ja schon länger so, aber nee, es wird immer besser. So, deswegen, ja, ich denke, sie kommt ganz gut klar in ihrem Leben jetzt. Und ich würde sagen, damit beende ich jetzt auch die Folge. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin und tschüss!